Herzlich willkommen zurück zu Prison Architect, dem wöchentlichen, also den samstaglichen Spiel bei mir auf meinem Kanal. Hier ist euer Bloody Blood Dragon. Jo, herzlich willkommen zurück. Und zwar beim letzten Mal, haben wir schon angefangen Zellen zu bauen. Jetzt müsste ich mal kurz überlegen, wie ich mir das ungefähr geplant habe. Mal sehen. Zumindest ist hier schon mal ein Gefangener hier schon mal drin. Und wir lassen, also ich lasse zumindest hier schon mal. Ich guck mal, ob ich hier. Geht doch nicht ganz. Aha. Jo, Strom haben wir noch genug, Wasser ist noch da, Prisoner ist noch da. Was ich dazu sagen kann, Prison Architect wurde diese Woche geupdatet. Oh, Entschuldigung, ich habe kurz geknuttert, das ist mein Magen. Und er wurde diese Woche geupdatet. Und ja, ist schon ziemlich cool. Jetzt gibt es auch sozusagen mehr Sachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7. Dann ist das Geld schon wieder alle, hä? Na, dann passt's ja. Dann haben wir ja hier. Muss ich mal gucken, ob das alles so passt, weil hier kommt eine Mauer hin. Wegen Durchgang. Ich wollte ja bestimmt einen Durchgang lassen für die nächsten Zellen unten dran. Schauen wir mal. So, wie sieht's denn hier in der Küche aus? Sieht's gut aus. Die arbeiten. Das trifft sich gut. Hier ist ein ungenutzter Raum. Mal sehen, was wir machen. So, was haben wir denn noch an Aufträgen, um Geld zu kriegen? Erhöht deine Fangkapazität auf 15. Okay. Auf 15. Da könnte man ja rein theoretisch mal noch ein paar Gefangene holen. Oh. 12 kommt gleich. Das wird ein bisschen eng, aber es möge funktionieren. Gut, zumindest gibt es eine neue Einrichtung. Also zumindest gibt es, genau hier. Straßentor, es gibt automatische Türen, die sozusagen kameragesteuert sind oder so. Das habe ich zumindest so rausgehört. Oder rausgelesen aus dem Patch. Aber anscheinend sehe ich es gerade nicht. Egal. Ach nee, ist noch ein Plus dahinter. Okay. Das ist neu. Das Plus ist neu, definitiv. Türkontrolle ist es doch. Türenkontrollsystem. Das ist neu, definitiv. Umsonst ist eigentlich nichts weiter Neues. Nur die Türautomatik. Mal sehen, ob wir die dazu kommen, das mal zu verbauen. Schauen wir mal. So, wie sieht's denn aus hier? Haben wir jetzt schon 15 gefangen? Ja, dann können wir ja noch mal ein paar einladen, oder? Ja, klar. Zellen haben wir ja. Dumm. Hier fehlt noch, was fehlt denn hier noch?
Ach so. Hier fehlt noch die Mauer. Mach da mal hin hier. Ich habe schon das geplant. Irgendwie habe ich das anders geplant. Stimmt. Hier machen wir eine Isolationszelle hin. Ja, hier machen wir eine Isolationszelle hin. Und für den Durchgang ist es nämlich ein bisschen zu knapp, oder? Ich mache das hier weg. Genau, ich mache hier eine Isolationszelle hin. Machen wir anders. Abreißen. Einrichtung demontieren. So, warte mal. Nee, das müssen wir erstmal als. Als Raum müssen wir das mal wegnehmen hier. Und jetzt können wir anfangen zu demontieren. Genau. Die Tür auch gleich. Oh, sehr gut. Und dich auch kleiner, oder? Könnt ihr wenigstens die Wand noch mitnehmen? Hallo? Ja, ihr könnt sie auch da lassen. Machen wir das nämlich anders. Machen wir das nämlich so hier. Und dann hier eine Betonplatte hin. Geht nicht. Okay. Dann machen wir aber hier eine schwere Gefängnistür hin, weil es ist eine Isolationszelle. Und dann machen wir hier einen Durchgang hin. Genau. So, Einrichtung. Ach Quatsch, Räume, Mensch. Isolationszelle. Zack. So. Haben wir auch. Gut, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Geld auf dem Konto. Was wir noch machen müssen, ich mache das nach hier unten mit dem Durchgang in der Mitte, machen wir Zellen. Vielleicht machen wir hier in der Mitte eine Dusche, damit wir nicht alle treffen können. Zurzeit gehen sie noch alle hier oben duschen. Das möchte ich ja, wie gesagt, abschaffen. Wir haben auch schon fertig gelernt. Also. Hier kann erstmal eine Patrouille lodgen. So, hier kann einfach eine Patrouille patrouillieren und die kann ja auch erstmal in jedes Zimmer gehen hier. Nicht, wenn die Jungs hier irgendwas geschmuggelt haben hier. So, muss man doch mal von oben nach unten machen. Nee. Zack. Machen wir es eben so, das geht. So, machen wir das hier auch noch? Klar, komm. Isolationszelle machen wir das genauso. Wir können erstmal zwei sozusagen latschen. Da. Da haben wir zumindest erstmal was zu tun. Und das Türchen hier, das machen wir erstmal auf Normalmodus wieder. Und wir kriegen gleich die nächsten 12 Gefangenen. Die können wir auch mit hier oben mit unterkriegen erstmal. Da haben wir zumindest erstmal das abgedeckt. Gucken wir mal, was wir noch an Schulung machen können. Kurzfristige Investitionen können wir machen. Bringt ein bisschen Geld. Eingewöhnung, Wäscherei. Achso. Das können wir auch machen. Zertifizierte, stelle 10 Wachen ein, weise 3 Wachen einer Patrouille zu. Krieg mal hin. Und das Besuchsrecht können wir auch mitmachen, denn die Knaggis, die könnten wir sozusagen. So, das bauen wir hier oben hin. Genau, wir machen erstmal
Stelle 10 Wachen ein. Personal. Personal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und weise 3 Wachen einer Patrouille zu. Das können wir auch noch machen. Und zwar kann hier mal auch noch mal noch einer. Hier kann man noch einer drin sein. In der Kantine kann man noch einer drin sein. Gibt es noch sowas hier? Und dann können wir mal noch eine Patrouille. Da kann man hier noch eine patrouillieren. Hier können sogar zwei patrouillieren. Erste Mal. So. Hammer. Sehr schön. Und schon haben wir wieder Geld gemacht. Gut, da sich auch das Gefängnis nicht von selbst finanziert, dass man nur so Geld kriegen kann, müssen wir Räume bauen. Minus. Müssen wir hier Räume bauen. Und zwar Werkstätten und Wäschereien. Und hier unten will ich aber noch Büros dran bauen. Also das hier unten bleibt sozusagen Personalbüro und Büros. Denn wir müssen noch ein paar Psychologen einstellen. Was wir aber erstmal machen ist, Sicherheitsbüro brauchen wir erstmal nicht. Kantine, Lieferung, Lager, Hof, Duschraum. Wo ist es denn hin? Ach, genau. Besucherzimmer. Das bauen wir erstmal. Beziehungsweise machen wir hier mal eine Planung. Und zwar Wände. Machen wir mal. So. Ne, das machen wir weg, weil das gehört dazu. Und dann machen wir hier. Das passt wieder mal nicht, ja? Eins, zwei, drei, das habe ich mir schon fast gedacht. Hierhin. Genau, und dann können Sie hier Abteilung reinmachen. Genau, und dann machen wir hier eine Tür rein und dann passt das. Genau so machen wir das. Also. Bauen aus Beton. Bitte. Zack. Und Räume, Einrichtung. Und eine Personaltür. Bitte. Irgendwie hängt es heute. Machen wir erstmal hier hin. Dann sollen sie erstmal den Raum bauen. Dann können wir nebenan gleich mal noch. Machen wir mal ein bisschen größer machen. Hier machen wir eine Werkstatt hin. Eine Werkstatt. Müssen hier auch erstmal eine Tür hin machen. So. Gut, das hier wird Besucherzimmer. Okay, dann haben wir hier schon mal. Müssen wir hier noch ein paar extra Wände einziehen. So. Okay, was haben Sie denn? Was haben Sie denn? Die sollen sich schon mal nicht aufregen. Wenn es hier oben schon wieder so weit ist, dann. Halt, warte mal, halt, stopp hier. Geschlossen. Sonst haben wir bald zu viele Gefängnisse, zu viele Gefangene hier drin. Es geht nämlich schon da gut los, ja.
So, dann machen wir hier mal noch eine Einrichtung hin. Und zwar machen wir hier mal noch die Krankenstation hin. Brauchen wir. Ja, so. Perfekt. Hier die Personaltür hin. Dann machen wir hier mal eine Doppeltür draus. Du mal hier vorne weg. Die hier demontieren, ne? Ah, komm her. Demontiert die mal. Hab ernsthafte Beschwerden. Ach so, Strom. Das sollte man auch nicht vergessen. Definitiv nicht. So. Dann Einrichtung. Wo ist es denn? Besucherzimmer? Hallo. So, hier fehlen noch Besuchertische. Wo sind die Besuchertische? Da. So. Jetzt drehen wir die ganze Sache mal. Zack, zack, zack. Nee. Ach so, man kann es aber nur so drehen. Ne, machen wir so hin. Gut, man muss eben so. Und natürlich darf hier drin auch nicht die Wache fehlen, ne? Und diese blöde Tür. Du musst auch mal noch demontieren. Dann machen wir hier mal noch. Eine große Gefängnistür dran. Hier machen wir eine große Gefängnistür dran. Da eine Mauer hin, dort eine Mauer hin. Und jetzt kommen noch zwei Metalldetektoren, weil die schmuggeln ja auch gerne mal. So. Und Strom haben sie. Es fehlt nur noch hier der Strom. Den können wir erstmal reinlegen, den brauchen wir. Und hier haben wir auch Strom drin, den legen wir drauf mal noch hier rein. Zack, zack. Hier machen wir Einrichtung Räume, Krankenstation. Krankenstation. Dann fällt hier Einrichtung Bett. Ne, Krankenbett. Was ist denn? Da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sehr gut. Und hier können wir dann noch eine in zwei Ärzte einstellen. So. Gut, haben wir das auch schon. Baue einen Gemeinschaftsraum. Den bauen wir jetzt auch noch. Den bauen wir gleich hier hinten dran. Der kann nämlich ungefähr so groß, zack, Einrichtung. Ja, provisorisch. Diese Tür demontieren und hier machen wir eine Doppeltür hin. Zumindest haben wir unsere Gefangenen schon mal wieder ein bisschen besänftigt. Wo ist denn der hier? Hallo? Geht's noch? Patrouille. Zack. Da.
dass wir erstmal immer jemanden hier drin haben. So, die müssen noch den Fußboden ausgleichen, sehr gut. Und jetzt bist du fertig. Ups. Genau, sehr gut. So, da können wir dich wieder demontieren. Komisch, irgendwie ist ja noch. Können wir dich demontieren. Hier eine große Gefängnistür reinmachen. Räume. Gruppenraum. Zack. Dann in den Gruppenraum, das ist ganz wichtig. Also, in den Gruppenraum gehört ein Billardtisch. Kriegen sie. Und dann können wir noch ein paar Telefone einbauen. Da. Dass sie dann sich noch zu Hause anrufen können. Machen wir noch. Was ganz am wichtigsten ist, das ist ja der Stuhlkreis. 1, 2, 3. Ich konnte es auch nicht glauben, aber es ist dann die spätere Therapie. Und baut dir mal eine ordentliche Lampe ein, ja. Ist ja schlimm. Ach komm, wir können noch einen Bildertisch einbauen hier. Zack. Fernsehen, wo haben wir es denn? Hallo, Fernseher. Oh Gott, wo ist denn der Fernseher denn hier? Können wir auch noch. Können wir noch Fernsehen gucken hier? Supi. Machen wir den mal weg. Machen wir den mal hierhin. Und den machen wir hierhin. Noch irgendwas? Ja, die stehen Klüppel, wenn sie Fernsehen gucken. Wenn mich alles täuscht. So. Mehr brauchen wir ja eigentlich nicht. Dich können wir erst mal öffnen. Genau. Und ach ja, genau. Hier fällt noch die Doppeltür. So. Dann sieht es doch schon mal ganz gut aus, ne? Dann haben wir hier auch schon mal einen Gruppentherapieraum. In 37 Stunden gibt man 16.000 dazu. Hier haben wir Besucher. Können wir schon mal die Planung, können wir hier schon mal wegmachen. So, hier kommt dann der Arbeitsraum hin. Hier ist die Werkstatt. Dann müssen hier Tische. Tische, Tische. Den Raum leider nicht ganz so super konzipiert vom Platz her. Aber passt schon. Hydraulikpressen. Ne, die ist mal weg. Ich soll nur die Sägen hin. So, jetzt hört sich mal auf mit Sägen. Ne, die können erstmal was sägen dann. Dass wir erstmal Geld reinkriegen. Ne, nicht demontieren, halt Quatsch. Öffnen. Ne.
Dann müssen wir es eben wieder montieren. So ein Mist haben wir auch. Warte mal, Hydraulikpressen haben wir doch gekauft, oder? Sechse. So, jetzt können wir die Tür da montieren und jetzt machen wir hier noch Strom versetzen. So, können wir gleich noch hier überall den Strom noch dranlegen. Da, wo dann die Jungs arbeiten. Hier da unten sind die Tische. Und auf alle Fälle, definitiv, tun wir hier drinne eine Patrouille, also eine Gruppenraum kommt einer rein, eine Krankenstation kommt auch noch einer rein. Und hier im Personalraum sollte auch einer sein. Besucherzentrum, Mann, Mann, Mann. So, und schon können die Jungs auch arbeiten. Und damit die arbeiten können, du mir den Schulung... Ne, Schmuggel, Aufträge, Gefängnis. Genau. Gruppenprogramm können wir starten. Da fehlt dann noch der Psychologe. Küche. Sicherheitsunterweisung. Es sind sogar ziemlich viele daran teilnehmen wollen. Ja, da haben wir das eigentlich schon. Was natürlich noch fehlt, bauen wir noch schnell, ist natürlich der Psychologe. Wo ist er denn? Da ist der Psychologe. Den können wir sogar einstellen, den können wir sogar hier... Oh, haben gerade kein Geld. Ist doof. Was können wir denn noch machen an Aufträgen? Bildungsreform. Wäscherei. Ach, Wäscherei müssen wir noch bauen. Genau. Küche und Putzkammer. Genau, eine Küche müssen wir noch. Wäscherei müssen wir noch bauen. Eine Putzkammer müssen wir noch bauen. Das können wir noch mitnehmen. Und was wir noch brauchen, ist auch ein Psychologe. Den können wir mal hier einstellen. Hier. Zack. Der kommt da oben hin. Was brauchst du im Büro? Muss nämlich groß sein, oder? 1, 2, 3, 3 mal 4, ne? So, was haben wir denn noch? Hier ist der Psychologe drin. Das ist dann für die Therapiestunden. Genau, fürs Programm. Das sind dann Sachen, die Interessenten. Grundbildungsraum, da fehlt mir noch die Klasse. Klassenzimmer dazu. Ist auch kein Problem. Kriegen wir hin. Denn ich bin nicht doof. Ich habe nämlich hier noch einen kleinen Raum gelassen. Bauen aus Beton. So. Ich habe nämlich einen kleinen Gang gelassen. Ein Glück, es kam, aber. Es wird ein Zwergraum. So, erstmal ein Zwergang hier dran. Und hier kommt die Doppeltür hin. Nee, hier mit erstmal eine Personaltür hin. Warum eine Personaltür? Da gehen die Gefangenen nämlich nicht rein. So. Gruppenraum haben sie, Duschraum haben sie.
So, ich hoffe, die kapieren das, was ich hier vorhabe. Hallo? Macht jemand noch was? Das ist ein Flur, Jungs. Machen die jetzt was oder nicht? Gute Frage, nächste Frage, ne? Oh, sie machen was. Sehr gut. So, Krankenstationen können auch erstmal offen bleiben. Du kannst auch erstmal offen bleiben. Dann können wir. Ach ja, warte mal, können wir eigentlich. Stationierung. Arbeitsplätze. Hier können wir erstmal welche arbeiten lassen. Und in der Küche können wir welche arbeiten lassen. Da kriegen die nämlich alle eine Sicherheitsunterweisung und deswegen müssen wir noch einen Schulungsraum bauen. Und lass mich raten, hier sind gerade die Wände eingerissen worden und da drüben genauso. Ach Mann. Die sind so dämlich. Ach nee. Was machen wir mit dem? Oh, die Zeit ist schon rum. Ich glaub's gar nicht. Und doch, hier machen wir eine Wäscherei hin. Hier kommt die Wäscherei hin. Die bauen wir noch schnell. Hoffentlich sind die Jungs auch so schlau und machen das noch. Auf die Schnelle. Machen Sie das noch oder nicht? Einrichtung, Tür. Kann losgehen. Hier unten wird es ein bisschen eng mit, aber warte mal. Diese Tür demontieren. So, wie sieht es eigentlich mit meinen Bäumen aus? Hier unten. Hab ich irgendwo Bäume gepflanzt. Räume. Baumschule. Das können wir noch als Baumschule noch degradieren. Und dich genauso. Die bringen mir jetzt ein bisschen Geld ein. Und ja, währenddessen die Jungs hier noch das Zimmer hier oben noch bauen, tun wir das noch schnell als Wäscherei ausrichten, dass ich das beim nächsten Mal weiß, was denn hier was ist. Einrichtung, nee, Räume, Räume, Räume. Räume. Wäscherei. Zack. Genau, da machen wir hier eine Wäscherei draus. Hier oben, hier hinten müssen wir langsam aufpassen. Ich glaube, hier hinten mache ich dann für die Hundestaffel oder so. Mal sehen. Ach nee, hier könnte man. Hier machen wir eine Putzkammer hin. Genau. Und hier oben machen wir dann noch das Lagerraum hin. Da haben wir dann ein Lager. Das sind nicht immer alles hier draußen lagern müssen, sondern hier drinnen. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon gewesen. Würde ich mal sagen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Mal wieder. Denn dann bauen wir wieder weiter. Genau. Denn das Gefängnis wächst. Dann bauen wir noch ein paar Zellen. Dann gucken wir mal.
dass wir ein bisschen Geld verdienen, anhand mit der Werkstatt, dass wir dort ein paar Leute sozusagen uns ranholen. Und ja, schauen wir mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, können wir gerne einen Daumen hinterlassen. Da würde ich mich sehr freuen drüber. Hinterlasst mir auch ein paar Kommentare, wenn ihr euch ein paar Vorschläge mir geben könnt oder ja, wenn ihr gerne mir was sagen möchtet. Und wir sehen uns dann nächste Woche Samstag im Prison Architect wieder. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss, euer Bloody Blood Dragon.